So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Heute spielen wir Full AP and Nee Tryhard in der Mitte. Wir werden nach Start des Zeitalters auf Voll AP Durchdringung magischen Schaden gehen und nehmen keine Rücksicht auf die Kills unserer Teammitglieder. Wir gehen einfach voll drauf, machen das, was wir wollen, das, was wir am besten können. Und das ist Schaden. Wir werden so viel Schaden an den Gegnern herausdrücken, bis zum geht nicht mehr. Spielen gegen eine Lux in der Mitte, die hat Barriere dabei, das kann ziemlich interessant werden. Naja, schauen wir mal. Wenn wir ein paar Ganks von der Nidalee in den Jungle, oh, da ist der Nautilus. Wenn wir ein paar Ganks bekommen, oh, Zack war auch da. Nochmal, wenn wir ein paar Ganks bekommen von unserer Junglerin Nidalee und die auch ihre Sperre trifft, dann können wir sogar das Game gewinnen. Wir spielen nämlich gegen einen Dritter mehr, eine Vayne, ein Nautilus, Zack und Lux halt. Und ich muss sagen, die drei, also Vayne, Nautilus und Zack, die drei sind Premates. Das habe ich vor der Runde gesehen. Und es kann ziemlich interessant werden. Vor allen Dingen die Lane Phase. Es ist halt optimal. Die haben eine Premade Botlane und der Jungler ist halt auch noch Premade. Das heißt, die haben perfekter Call, wann die reingehen müssen. Wann die was machen. Das wird schon interessant auf der Botlane. Naja gut, konzentrieren wir uns erstmal hier. Bei uns auf unserer Lane. Oh, bis jetzt noch kein Farm verpasst, ist gut. Das ist doch nice. Ja, schön die W-Skillen. Ich habe eigentlich vorgehabt, in diesem Game Rengar zu spielen. Aber das Problem ist, man hat zwei sekundäre Rollen. Oh lol, oh lol. Oh Gott, das war mega dumm von mir. Man hat zwei Rollen. Eine primäre Rolle und eine sekundäre Rolle. Und ich habe auf die sekundären Rolle die Midlane gesetzt. Und dann kam ich natürlich auf meine Lane drauf. Und das war kacke. Genau deswegen spielen wir jetzt mit, ansonsten hätte ich Rengar im Jungle gespielt. Okay, jetzt verpasse ich gerade ziemlich viel Farm. Aber Lux ist auch nicht viel besser. So. Nein, oh Gott. Okay, den Farm haben wir noch gekriegt. Das Dumme ist halt, ich hätte hier großes Feld und da komme ich nicht wirklich gut drum herum. Ich muss entweder durchlaufen, wenn ich sie engagen will, oder muss irgendwie einen Weg drumherum bauen. Jetzt kriegt sie gerade ein bisschen Schaden von den Minions. Gute Situation. Ein bisschen zu poken. Okay. Das meine ich halt. Oh Gott, oh. Okay, da war Zack oben. Hat man ganz kurz oben links gesehen. Ich will auch mal. Das wäre jetzt gefährlich geworden, wäre ich da noch ein bisschen länger gewesen. Oh, der kommt von unten, ja. Hast du mein Bären? Okay. Jetzt sind wir mal den Pot, weil wir wenig Mana haben. Oh, okay, die spielt aggressiv. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Lassen die jetzt mal ein bisschen raufpushen. Okay, Zack ist top. Gut, dann können wir jetzt hier ein bisschen weiter fahren. Sie kann mich halt gut wegzwingen mit ihrer E. Halt dieses Riesenfeld. Weil es einfach richtig groß ist und wenn die einmal eine Wave
drinnen fängt und ich in den Sun reinlaufe. Bin ich so dumm wie ein Stück Scheiße. Okay, jetzt müsste ich eigentlich aufpassen. Ich müsste jetzt ein bisschen poken. Weil ich glaube, dass ich diesen Level-Up-Vorteil habe. Und wenn ich Level 6 bin, kann ich sie all-in. Ich könnte sie eigentlich jetzt schon all-in. Soll ich? Ich habe ja gesagt, wir tryharden. Erstmal gucken. Da bleibt sie stehen. Okay, das ist jetzt unangenehm. Ich darf auch nicht bleiben. Okay, jetzt haben wir Level Up. Sie aber auch. Ja, das meine ich nämlich. Ich hätte nicht. Oh, okay, beide haben geflasht. Okay, jetzt habe ich Stun ready. Jetzt habe ich mein Stun ready. Oh, Botlane geht die Party ab. Premade. Unsere Botlane gekillt. Hast du meinen Bären Tibas gesehen? Die hat keine Mana. Eigentlich müsste ich da jetzt drauf, aber sie steht so weit hinten. Ja, okay, ich hab sie. Nice. Was ist jetzt los? Achso. Okay. Gut. Haben wir Lux gekillt. Ihre Ulti haben wir gedodged mit dem Flash. Das mussten wir machen, sonst hätte sie uns erwischt. Es sah zwar so aus, als ob sie mich nicht hätte treffen können mit der Ulti. Aber Leute, ihr glaubt mir nicht, was für eine verdammt große Hitbox diese Ulti hat. Man denkt so, es ist so ein kleiner Pipi-Strahl, wie von Jhin's. Also, Jhin, die W. Ja, das ist auch so ein Snare. Den schießt du nach vorne und wenn du Glück hast, triffst du jemanden und der wird dann gestunt. Das ist halt der CC von Jhin. Und Lux ist halt das perfekte Beispiel. Der Strahl ist fast genauso lang. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden größer ist. Aber einer von beiden ist auf jeden Fall größer. Und Lux macht halt mehr Schaden. Bei Jhin ist es halt ein Stun, wenn man ihn den gegnerischen Champion vorher getroffen hat. Und bei Lux ist es halt purer Schaden. Und wenn du selbst, wenn sie castet und du stehst neben der Ulti und du willst rauslaufen, trifft sie sich meistens noch danach. Deswegen habe ich jetzt geflasht, vorsichtshalber. Ich meine, ich hätte dann auch sparen können, aber dann wäre ich gestorben. Und dann hätte sie jetzt einen Vorteil gehabt auf der Lane. Auf der Botlane, das gefällt mir gerade nicht. Die Vayne steht 4-0. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf die Botlane da irgendwas machen. Oh, hier ist Zac gewesen. Warten wir mal hier. Hat er Magieresistenz? Ne, hat er nicht. Okay, Lux steht da. Lux ist hier im Busch, ja. Gut. Sind wir schon da? Ja, okay, nee. Ich dachte, ich kann die jetzt irgendwie abfangen. Hier so im Busch stehen, da hätte ich noch unten durchgehen müssen, aber sie war schlau und ist oben rumgegangen. Die denkt mit, die Olle. Oh Gott. Das Problem ist, als Lux kannst du halt auch so gut poken. Oh. Ah, schade. Hat sie getroffen, dann. Ja, was soll Nautilus denn machen? Der klärt den Pinkwort, was da drin ist oder was auch immer das war. Und geht wieder auf die Botlane. Ich meine, wenn er kommt, Stun in die Fresse, Uli. Ja, klar, Uli, ne? Ja, hauen wir denn die gute alte Uli in die Fresse? Okay. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir die Lux gleich wieder Ulien können. Sie steht zu weit hinten, das fuckt ab. Ich will auch nicht ständig meinen Stun aufpoken. Ich will sie zum Beispiel so poken können, wisst ihr? Aber das Problem ist,
Ihr Stun hält länger als meiner und das ist kacke. Oh, 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 oh. Ja, schade. Hätte sie uns dann getroffen, den Speer getroffen. Dann hätte ich auch geholt. Oh! Oh, da hat man jetzt gerade gesehen, da ist sie noch rauslaufen können. Aber die ist halt sehr, sehr groß, die Hitbox. Lux, das ist abnormal, oh Gott. Lux hat jetzt Barriere raus, habe ich gesehen. So, mal gucken, in 15 Sekunden habe ich Flash, wenn es bis dahin noch auf der Lane ist. Ich bin es dann wieder ready, ja. So, ich habe jetzt gleich Flash. Muss einfach nur reinflashen. Und... jawohl, da haben wir sie weggebürstet. Das nennt man ein Tryhard Play. So schön. Kann gut aussehen sein. Okay, da haben wir sie ohne Entzünden sogar. Aber ich glaube, ich muss langsam wirklich mal was auf der Botlane machen. So, Botlane steht 0-3. Die Vayne steht 5-0. Okay. Darius steht 2-0. Okay. Also da bin ich stolz drauf, dass der 2-0 steht. Das heißt, Darius und ich könnten das sogar carryen. Nur die Vayne macht im Late Game abnormal Schaden. Ich muss mich dann halt im Late Game nur auf sie konzentrieren. Meine Ulti ist nur auf sie ballern. Habe ich gerade schon wieder Ullis gesagt? Läuft bei mir ein Ullis, ey. So, die Lux steht ein bisschen weit hinten. Kam ein bisschen aggressiv nach vorne. Ich bleib noch ein bisschen auf der Lane. Ich habe jetzt gerade so habe ich glaube das Zeitalter ist World of Ages fertig. Und ja komm, Alter, die Vayne. Was ist denn los? Ja, Doppeltötung schon wieder. Also die hat schon Statics und hat schon Vampirzepter, aber. Oh, 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 oh. Darius. Jawoll. Oh! Jetzt muss er da. Das hat die Lux gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jawohl, er hat beide bekommen. Okay, das wird ein Kopf an Kopf werden mit mir, Vayne, Darius. Alle stehen positiv. Oh, 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 oh. Den Drache resetten lassen. Oh, 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 die Vayne. Die will's. Oh, okay, da kam Knockup durch von Nautilus. Der Stun hat gesessen. Ach, scheiße, ey. Mann, hätte ich jetzt Flash, da könnte man viel mehr machen. Ja, Jungs, wir können Drache machen. Mach doch Drache. Oh, Leute, warum? Why? Warum kein Drache? Hast du meinen Bären Tibas gesehen? Oh mein Gott. Oh Gott. Das war close. Das war Miroslav. Ich brauche meinen Stun. Wie viel Leben hat sie? Wie viel? Oh lol. Die hat nicht sonderlich viel Leben. Wenn sie runterkommt, dann kann ich sie noch. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Komm runter, Lux, komm runter. Sie hat keine Mana, das heißt, ich kann drauf. Sie hat keine Mana, das heißt, ich kann drauf. Komm, Tibas. Tibas, komm. Lass mich nicht in den Stich. Lass mich nicht in den Stich, komm! Nein! Oh! Fuck! Meine Ignite kam nicht mehr durch. Und sie hatte Barriere. Shit! Hätte sie die Barriere nicht aktiviert, dann hätten wir sie wahrscheinlich gekillt, aber... So haben wir jetzt gerade nur unnötig Flash aus... Flash haben wir noch nicht aus. Okay.
sind wir gerade unnötig eine Null. Ne. Unnötig eine Ulti. Jetzt habe ich's. Wir haben gerade unnötig eine Ulti verschenkt. Na okay, ob es so unnötig war, ich meine, sie hat. Sie hat Barriere aktiviert, aber was bringt das jetzt? Oh, Nidalee. Jawohl, schön! Oh, da kommt der drinnen mehr. Und dann? Nein. Oh lol, Leute, trefft doch eure Skillshots! Why? Warum? Warum verfehlt ihr die? Nein, das war so schön. Oh Gott. Okay, Darius und ich können das halt echt carryen. Oh Gott. Oh. Oh lol, nein. Da unten war die Vayne. Die Vayne, die kann ich halt easy wegflanken. Von dem Team. Dann kann Darius den Rest der Arbeit erledigen. Nein, Alter, was macht die denn für Schaden? Lol. Okay, da muss ich halt echt aufpassen. Wenn ich meine Ulti raus habe, bin ich so verwundbar von Vayne. Oh jo, oh, der Schaden. Ja komm, mach den Turm und sterb. Mach den Turm und sterb! Ja okay, die Minions machen den. Aber sie steht halt direkt in Pinkwart drin. Genau das meine ich. Sie hätte halt echt hochgehen können, den Turm machen können. Oh, im 1v1? Oh, nevermind. Nevermind, im 1v1 kann sie auch nicht schlagen. Miss Y. Hier back boarding in a pink ward. GG. Also da hat man gerade gesehen, das war Borse Taktik. Man stellt sich in pink ward rein und denkt sich so, ja, die werden wahrscheinlich eh nicht kommen. Und 5 Sekunden später kam eine Vayne von der Mitte, die mich kurz darauf schon gekillt hat. Die steht 10-0. 10-0, Leute, was ist los? Die hat allein... Die hat über die Hälfte der Kills. Die hat 75% mehr. Die hat 80-90% der Kills. Circa. Schätzen wir mal so 89 oder 88%. Ja, Pain for Vayne. Da muss echt Pain, ja. Oh, Darius. Oh, der kommt nicht weg. Oh lol, doch. Der kommt weg! Als ob. Wenn er das jetzt überlebt. Oh mein Gott. Jawohl, schön, Darius. Das war halt echt gut gemacht von ihm. Oh, da kommt die Vayne. Nein, warum? Warum bin ich so boosted, Alter? Was mache ich denn? Oh, fokussier. Und tschüss. Nein, was ist denn das? Das ist alles so. Dann denkt man sich so, warum? Da denkt man sich so, warum Mama, warum? Ist so ein richtiger Why-Moment. Und dieser, Alter, was macht die Miss Fortune? Was macht die Miss Fortune da? Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Das ist doch... Alter, wenn ich die jetzt nicht krieg, dann bin ich so...
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Alter, fick mein Leben. Digga, warum? Was war das denn, Leute? Please. Lol. Ja, jetzt auch noch sterben. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Mann! Was soll denn das? Alter! Oh mein Gott! Mann, war das scheiße! Aber von uns allen, Alter! Die Miss Fortune, habt ihr diese Ulti gesehen? Einfach straight nach oben, wenn die rechts daneben stehen. Die hat nichts getroffen! Nichts! Oh mein Gott! Oh, shit! Aber okay. Lass uns erstmal so stehen. Ich meine, wir sind nicht schlecht. Also, wir sind gut mit dabei. Unser Darius steht 6-1. Ich meine, die Vayne steht immer noch 11-0. Kann man mal machen. Ich sag nichts gegen meine Teammitglieder. Kann ja mal passieren. Also, Miss Fortune hier und Jenna. Also, kann mal passieren. Muss nicht. Aber komm, ey, da kann man doch bessere Leistung zeigen, oder nicht? Was soll denn das? 11-0! Und wenn ihr mal überlegt, ich bin Goldspieler. Und da ist die MMR schon so auf, ja, ca. 1300. Aber ich, okay. Ich sehe selten solche Beispiele wie Miss Fortune, die in Bronze gehören. Aber Miss Fortune ist, muss ich sagen, ist so momentan so ziemlich das beste Beispiel dafür. So, was willst denn du? Hast du Ulti? Oh, ich glaube, hat er. Nee, hat er nicht. Oder? Okay, kriegen sie Drache! Kriegen sie Drache! Oh, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Okay. Jawohl. Alter. Als ob der Trainer mehr so scheiße ist und keinen Schaden macht, ey. Jawohl. Vayne ist tot. Nice. So, wir können Barrel machen. Die sind alle tot. Okay, wenigstens hören sie jetzt mal auf meinen Call. Dankeschön. Und drauf. Und drauf. So. Ach du Scheiße, Alter. Also Tryndamere ist Uli, ich hab meine Uli. Tryndamere ist Ulti. Hat ihm jetzt nichts geholfen. Ich meine, er hat's versucht, ja, okay, das ist lobenswert, aber sonst. Er hat mich nicht killen können. So. Oh. Das ist unlucky. Nidalee steht direkt am Ende der Hitbox von der Lux. Und verreckt dabei. Das ist echt unlucky. Also, das ist echt nicht schön. Naja, gut. Okay. Zocken wir jetzt erstmal fertig. Wir haben jetzt Baron Buff. Ich meine, die Vayne wurde jetzt gekillt von Darius. Also wir haben uns jetzt quasi schon mal gezeigt, okay. Vayne ist da, man kann sie trotzdem töten, obwohl sie jetzt 14-1 steht. 14-1. Ich sag nichts gegen meine Teammitglieder. 1-11 Miss Fortune. Oh, sie hat einen Kill? Alter, Leute, ich bin so stolz auf die, ne? Ihr wisst gerade gar nicht, was für ein Freudengefühl ich gerade in mir trage. Oder aussprühe, oder was weiß ich, was ich gerade mit dem Gefühl mache. Sie hat einen Kill? Aber guckt mal, was sie jetzt schon wieder macht. Da kriegt man doch wieder einen Ausraster. Sie ist schon wieder alleine auf der Botlane als AD Carry. Und sie steht 1-11. Hm? Nicht so, dass man sie einfach nicht instant abholen könnte. Nee. Dann steht sie auf der Lane und backportet. Okay, das ging jetzt gerade nochmal gut. Also, wieso das gerade noch so gut ging, das kann ich euch nicht sagen, Leute. Oh, 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 oh.
Da kam die Säcke. Und schön die Ulti rein, Mann. Was, Alter? Triad in die am Start! Juhu! Jawohl, oh Gott, Lux! Was macht mein Tibbers denn eigentlich da? Komm, auf Lux, auf Lux, auf Lux. Okay, nee, nee, nee. Okay, doch, 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 drauf. Okay, Minions farm, Minions farm, Minions farm. Wir haben Ulti. Wir haben Stun, meine ich. Wir haben den Stun, wir haben den Stun. Vayne ist tot, wir können weiter pushen. Das ist schön. Pain for Vayne. Solange Vayne draußen ist, können die nichts machen. Die sind so behind halt. Vayne ist halt. Es ist halt gut, dass Vayne die Kills hat für die. Das stimmt schon, aber wenn die anderen keine Kills haben, zum Beispiel drinnen mehr, da steht es auf 0-6, dann bringt es natürlich gar nichts. Also, die können überhaupt nichts. Haben überhaupt keinen Vorteil. So. Oh, ich merke gerade schon, meine FPS ist runtergegangen. Das liegt daran, dass mein Festplattenspeicher gerade immer voller wird. Deswegen droppen meine FPS auch immer weiter. Wir sind jetzt bei 40 FPS. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 30 FPS. Was ist denn los? Okay. Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Einigermaßen, oder? Oh, oh, oh. Ja, komm, jetzt geht's. Oh, oh, oh. Haut die Vayne raus, haut die Vayne raus, haut doch, haut doch die Vayne raus! Was? Oh lol, okay. Vayne ist tot. Ich hab sie. Ich hab sie, überhaupt kein Problem. Haben sie gekillt? Oh man nicht. So, schauen wir uns mal den Fight an. Zack stirbt nicht, obwohl doch, doch, doch. Doch, der stirbt. Nein! So Leute, da wurde gerade meine Aufnahme abgebrochen. Tut mir leid, dass ihr jetzt ein kleines Stückchen nicht mehr sehen konntet, aber es ist nichts passiert bisher. Wir haben nur einen kleinen Teamfight noch gewonnen, den, wo ich gerade Vayne gekillt habe. Musste gerade ein Video löschen, wie schon gesagt, meine Fraps sind runtergegangen, meine Frames sind runtergegangen, weil eben meine Festplatte, meine externe Festplatte voll mit Speicher war und deswegen. Oh, oh, hier ist ein Pickwort. Ja, ja, sollen die doch kommen, Alter. Ich bürste die weg. Oh lol. Nevermind, nevermind, nevermind. Oh lol. Lol. Läuft bei mir. Okay. Das kann jetzt ein interessanter Fight werden. Da oben ist, habe ich gesehen, da ist wieder die Vayne. Oh, die Vayne hat QSS. Oh, schade, schade. Wir sind zu dritt hier. Da ist die Vayne. Oh. Warum gibt er hier gerade jetzt das Schild? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Schalala. Oh, 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 Miss Fortune. Die macht schon. Oh, lol, 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 da kommt der Backport. Ne, der TP, der TP. Der TP. This game is over. Nevermind. Nevermind. Oh Gott, Alter. Das war so scheiße von mir. Das war so scheiße von mir. Egal, wir haben gewonnen. Das müssen wir gewonnen haben. Ja, komm. Bin ich das jetzt? Ja, okay. Das Game ist gewonnen. Super. Das ist doch nice. Alter. Mit einer 4-12 Miss Fortune als AD Carry. Haben wir das noch gewonnen? Oh, ja, gut. Kann man mal machen, ne? Also, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Triad in ihrem Schlüssel ist immer OP. Wenn ja, dann lasst doch eine Bewertung da. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.